Die milliardenschweren Anleihenkäufe der Europäischen Zentralbank verstoßen nicht gegen EU-Recht. Das Programm gehe nicht über das Mandat der EZB hinaus und verstoße auch nicht gegen das Verbot der monetären Staatsfinanzierung, stellte der Europäische Gerichtshof fest. Die EZB hatte den Ankauf von Staatsanleihen im März 2015 gestartet, um die Konjunktur zu stützen. Insgesamt pumpte die Zentralbank rund 2,5 Billionen Euro in die Finanzmärkte. Dagegen hatten mehrere Kritiker vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt. Karlsruhe hatte daraufhin den EuGH um eine Entscheidung gebeten. Aus Frankfurt zugeschaltet ist der Kapitalmarktanalyst Robert Halver. Herr Halver, wie ist das Urteil des EuGH denn zu bewerten? Eigentlich ist ja kein Mandat für die Wirtschaftspolitik vorhanden. Ja, jetzt haben wir es amtlich mit Stempel, Unterschrift und allen Weihen. EuGH, der Europäische Gerichtshof, hat damit der EZB erlaubt, Staatspapiere zu kaufen. Das muss man ja auch in die Zukunft richten. Das heißt, sollte die Eurozone nochmal Probleme bekommen, darf sie weiter aufkaufen. Das ist ein ganz klares Urteil. Und damit nimmt die EZB auch den Schuldenstaaten in der nächsten Zukunft oder in den nächsten Jahren, Jahrzehnten zwei Probleme der Schuldenaufnahme weg. Sie drückt die Zinsen durch die Anleiheaufkäufe. Und zweitens, das Absatzproblem ist auch gelöst. Damit ist klar, die EZB ist natürlich ein monetärer Staatsfinanzierer. Die EZB hat mit der Deutschen Bundesbank nichts, aber auch gar nichts mehr gemein. Was heißt das jetzt für die Zukunft der Liquiditätspolitik in der Eurozone? Die EZB wollte ja Quantitative Easing nächstes Jahr ohnehin beenden. Ist denn damit wieder alles gut? Selbst wenn sie jetzt keine neuen Anleihekäufe tätigen sollte, hat sie ja dennoch zwei Optionen. Erstens, sie wird weiterhin fällig werdende Staatspapiere ausgleichen. Das heißt, der Rekordstand an Liquidität bleibt erhalten, wird kein Cent weniger. Und zweitens, die EZB könnte natürlich auch über Bande spielen. Sie könnte ja sagen, ich gebe den Banken mehr Liquidität, mehr Geldmittel, die diese dann in Form von Staatsanleihekäufen dann tätigen. Das heißt, auch jetzt in der nächsten Zeit werden wir keine Liquiditätsknappheit haben. Und sollte Italien, Frankreich, die, was zu erwarten ist, natürlich von der EU den letzten Segen bekommen, gehen Italien und Frankreich nicht von der Euro- und EU-Fahne, ist klar. Alle Banken werden genau diese Staatspapiere gerade von Italien kaufen, weil die Renditen ja so wunderhübsch und hoch sind. Und damit ist auch die italienische Staatsschuldenkrise gelöst. So läuft heute EZB-Politik. Was nicht passt, wird passend gemacht. Nachdenkliche Töne aus Frankfurt. Robert Halver, vielen Dank. Bitte sehr.